Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Und jede Politik in dieser Woche ist überschattet durch das Attentat in Russland, 130 Tote. Und darüber wollen wir heute reden mit Helmut Klebank, was das bedeutet für die deutsche Politik. Kommt eine neue Terrorismuswelle auf uns zu oder nicht? Und ich sage erstmal herzlich willkommen. Hallo. Im Studio. Und wenn ich jetzt sage, es bedrückt uns alle, ist das viel zu wenig, was da geschehen ist, ist ja bedrohlich. Und wie weit sind wir davon auch in einer Bedrohungslage? Die Bedrohung durch islamistischen Terrorismus ist ja jetzt nicht neu. Aber wir dachten, es ist vorbei. Also ich dachte das nicht. Aber tatsächlich haben wir ja jetzt eine längere Phase gesehen ohne große Terroranschläge, jedenfalls bei uns ohne große Terroranschläge. Und dass es jetzt wieder einen gab, bestätigt im Grunde die Bundesinnenministerin, die ja immer gesagt hat, es gibt eine latente Gefährdungslage. Und latent bedeutet ja im Grunde, sie ist eigentlich immer da. Nur wann, wo tatsächlich ein Anschlag stattfindet, das lässt sich nur schwer vorhersagen. Insofern gibt es bei all dem Desaster und bei allem Mitgefühl natürlich für die Verletzten, für die Angehörigen, für die Toten, ist es natürlich schon so, dass offensichtlich es Informationen vorab gab, die auf ein solches Ereignis hindeuteten. Und das ist, wenn man so will, ein bisschen ja auch die gute Nachricht in dem Desaster, dass zumindest die Dienste schon auch aufmerksam sind und die Dinge verfolgen und alle ihre Möglichkeiten auch ausnutzen und auch immer wieder Hinweise kriegen. Denn solche Anschläge fallen ja nicht aus dem Nichts, sondern sie müssen von den betreffenden Tätern vorbereitet werden. Aber das heißt und ja, dass da Informationen durchsickern, finde ich, ist erstmal ja was Positives. Ja, aber ich höre denn, dass die Russen die Warnung der Amerikaner nicht ernst genommen haben. Vielleicht ist es westliche Propaganda, vielleicht stimmt's, vielleicht auch nicht. Also nach allem, was man hört, sind die Erkenntnisse von den Amerikanern ja durchaus weitergegeben worden, auch Richtung Russland. Ich bin jetzt nicht in der Lage zu beurteilen, ob die russischen Dienste die Informationen nicht ernst genommen haben oder ob die Täter sich einfach dann so geschickt verhalten haben, dass sie drunter durchgetaucht sind. Das lässt sich von außen eigentlich ganz schwer nur beurteilen. Aber auf jeden Fall, das ist ein weiteres positives Momentum, finde ich, dass trotz der globalen Krisen und trotz der internationalen Auseinandersetzung auch zwischen Russland und der Ukraine und der rhetorischen Beteiligung, will ich fast nicht sagen, aber obwohl Putin selbst ja die Amerikaner und die NATO als eigentliche Gegner bezeichnet, dass dieser Informationsfluss offenbar trotzdem funktioniert hat. Das finde ich ein gutes Signal. Wogegen richtet sich denn der Anschlag? Ich habe gehört, die Terroristen hätten in einer Mitteilung erklärt, es richtet sich gegen die ganze Christenheit. Also wogegen Terroristen sich wenden, ist ja durchaus variabel. Ja, und nicht immer ist das, was sie propagieren, auch das tatsächliche Ziel. Ich glaube aber, was man immer sagen kann, was sie erreichen wollen, ist Verunsicherung in der Gesellschaft und in Teilen auch sowas wie Verhaltensänderung. Ich habe gerade heute einen Bericht gelesen über Boko Haram, ja, die ja damals diese vielen, vielen Schulmädchen entführt haben, von denen immer noch nicht alle befreit sind. Und offensichtlich führt das dazu in der Gesellschaft, dass weniger Mädchen in die Schulen geschickt werden. Ein Ziel von Boko Haram. Das heißt, mit ihrem Terror erreichen sie auch noch wenigstens in Teilen das, was sie erreichen wollen. Sie verunsichern nicht nur, sondern sie führen zu Verhaltensänderungen. Was jetzt diese Splittergruppe des IS betrifft, da geht es wahrscheinlich um Aufmerksamkeit, würde ich mal eher sagen. Also auch um eine Positionierung innerhalb der islamischen Welt, innerhalb der islamistischen Terrorgruppen sozusagen. Aber dann natürlich auch ganz konkret gegen Russland wahrscheinlich. Ja, wenn es sich gegen das Christentum richten würde, dann wäre Rom das bessere Ziel. Naja gut, dann ist die gesamte christliche Welt im Grunde das Ziel. Und das bedeutet nicht nur Rom, Rom aber natürlich auch. Ja, als Symbol. Also was machen wir in Deutschland? Wie können wir uns eigentlich dagegen wappnen? Sie sind ja im Bundestag, da wird ja auch über Geheimdienste gesprochen. Ja. Ja, nun erfährt unser Geheimdienst, dass irgendein Anschlag in der Bundesrepublik geplant ist. Gut, gehe ich damit jetzt an die Öffentlichkeit? Tue ich das nicht? Wie wappnen wir uns eigentlich? Haben wir eine Cyberwar-Strategie, die alles abhört? Und die Funksprüche dechiffriert oder
So, ich denke jetzt bis mal ein bisschen als einfacher Bürger. Ja. Wie können wir uns denn dagegen schützen? Wir, die Bundesrepublik, wir Bürger. Also das Wichtigste vielleicht ist, dass wir uns nicht alleine schützen können, sondern dass die internationale Zusammenarbeit nicht nur bei der äußeren Sicherheit durch die NATO ein wichtiges Element ist, sondern auch bei der Verteidigung der inneren Sicherheit. Das zeigen ja auch diverse Vorfälle in der Vergangenheit, dass der Austausch der Dienste untereinander ein wichtiges Element ist, denn ein Dienst alleine, also ein deutscher Dienst alleine oder auch mehrere deutsche Dienste alleine, könnten gar nicht all die Informationen sicherstellen, um die es am Ende geht. Das heißt, es wird ganz stark um diese internationale Zusammenarbeit und auch um den Informationsfluss gehen. Und da dürfen wir halt nicht nachlässig werden. Also wir dürfen nicht so tun, als wären wir jetzt immer sicher, und wir müssten nicht auch in die innere Sicherheit investieren bei all den anderen Investitionen, die wir auch tätigen müssen. Und da geht es natürlich um die technische Ausstattung. Die technische Ausstattung der Dienste, die damit befasst sind, die muss natürlich immer auf einem hohen Niveau sein. Und wir wissen alle, dass wir beim Stichwort Digitalisierung, digitale Dienste, dass wir da in der Republik durchaus einen Nachholbedarf haben. Und den dürfen wir nicht so stehen lassen, sondern wir müssen tatsächlich auch an dieser Stelle investieren. Bei allen anderen Bedarfen, die wir haben. Ja, und immer wieder kommt die Forderung auf, dass man nicht so restriktiv verfahren muss mit Terroristen. Das heißt, man hört ab, man darf aber nicht abhören, man muss einen Richter fragen, der muss genehmigen. Ja? Und die Behörden, die Geheimdienste, wenn ich mich erinnere, haben immer gefordert, dass sie etwas strenger selber. Also schärfer vorgehen schärfer können, gehen ohne müssen, die Restriktion ohne den Richter durch den Rechtsstaat. Ja, diese Frage des Rechtsstaates, die stellt sich immer wieder neu. Ich will mal kurz sagen, Restriktion des Rechtsstaats, den Erfordernissen des Rechtsstaates. Ja, genau. Genau, also diese Grenze ist ja immer eine, die neu austariert werden muss und die sich immer wieder auch an der Bedrohungslage, an der Gefährdungslage auch orientieren muss. Und tatsächlich haben wir ja an diversen Stellen im Laufe der letzten Jahrzehnte immer mehr auch die Sicherheit betont und haben die Offenheit leider zurückdrängen müssen. Also wir merken das ja selbst im Bundestag, auch da sind die Zugangsbedingungen schrittweise immer weiter verschärft worden. Und ich fürchte, dass wir in der momentanen Lage da nicht drumherum kommen. Und inwiefern das sozusagen dann noch mit dem Rechtsstaat, mit den Freiheitsrechten und den rechtsstaatlichen Erfordernissen vereinbar ist, das wird immer ein Aushandlungsprozess sein. Und da würde ich jetzt gar nicht so weit gehen, irgendwie eine rote Linie formulieren zu wollen. Aber natürlich haben die Gerichte nach wie vor ihren Status. Und die unabhängige Justiz ist ja ein wichtiger Wert. Also seien wir wachsam. Ne? Ja. Gucken wir, dass nichts passiert. Wenn es passiert, dann gibt es natürlich viele, die sagen, haben wir alle schon mal rausgesehen, Politik hat nicht reagiert. Also hoffen wir mal, dass das bei uns nicht passiert. Also im Moment sagt das zumindest für die Bundesrepublik keiner. Ich habe jedenfalls keinen gehört, der das behauptet hätte. Insofern, glaube ich, sind wir im Moment relativ gut aufgestellt. Aber das darf halt nicht dazu führen, dass man sich in Sicherheit wiegt. Also bleiben wir wachsam. Kommen wir auf ein anderes Thema. Wir haben keine Sitzungswoche diese Woche, aber viel war los letzte Woche. Es geht um diese Bezahlkarte. Ich verstehe diesen ganzen Streit nicht. Ehrlich gesagt, ich verstehe ihn auch nicht. Was? Jedenfalls nicht in letzter Konsequenz. Dann habe ich Sie doch eingeladen, dann willst du uns das mal erklären. So ist das. Tatsächlich, also der erste Punkt ist ja, warum will man eine Bezahlkarte einführen? Das Argument der Überweisungen von Unterstützungsmitteln der Asylsuchenden in ihre Heimat ist meines Erachtens absolut überbewertet. Also erstens sind die paar Euro, die da kommen, nicht der Grund, sich auf den Weg zu machen und aus die Heimat zu verlassen. Never ever. Das ist überhaupt nicht der Fall. Der zweite Punkt, die Größenordnung. Wir waren ja nicht mal in der Lage, die Größenordnung einigermaßen verlässlich zu bestimmen. Man weiß nur, dass es nicht um Milliardenbeträge geht. Es geht um wirklich kleinere Beträge, selbst also für den Einzelnen. Mhm. In Summe summiert sich es natürlich etwas, aber es sind jetzt nicht die großen Beträge. Und dann muss man sagen, ist es natürlich eigentlich sogar sinnvoll, wenn die Familien in den Heimatländern durch externe Zahlungen stabilisiert werden und sich nicht noch mehr Menschen auf den Weg einer solch gefährlichen Reise machen. Insofern, es hat eigentlich fast nur positive Auswirkungen, wenn die Menschen in den Heimatländern unterstützt werden. Als Zyniker würde ich dann sagen, geben wir denen hier möglichst viel Geld, damit sie das nach Hause schicken und die zu Hause nicht die Koffer packen. Das haben Sie jetzt gesagt. Ja, ich sage ja als Zyniker. Naja, tatsächlich machen wir ja durch die Wirtschaftszusammenarbeit und die Entwicklungszusammenarbeit, machen wir natürlich ganz viele positive Projekte, die genau dazu führen.
In den letzten Monaten waren ja immer so sprichwörtlich die Radwege in Peru so ein Aufregerthema, so ein angebliches. Aber tatsächlich ist Lima und die Umgebung von Lima in Peru ja eine 18-Millionen-Metropole. Und hier hunderte Kilometer Radwege zu bauen, um die Verkehrssituation zu entlasten und die Gesellschaft zu stabilisieren, sind eine positive Maßnahme. Also von daher, wir machen da als Bundesrepublik ja schon sehr viel, was auch genau richtig ist. Aber nochmal zurück zur Bezahlkarte. Es gibt ein Argument, da finde ich, greift die Bezahlkarte, und das ist die Verwaltungsentlastung. Tatsächlich ist es natürlich einfacher, das Konto einer Bezahlkarte aufzufüllen, als jedes Mal eine Bargeldauszahlung durchzuführen. Und diesen Aspekt finde ich gut, und deswegen bin ich auch mit der Bezahlkarte an sich einverstanden. Ich bin nicht einverstanden mit der Restriktion, dass man nur einen bestimmten Betrag davon in bar abheben darf. Ja. Das halte ich für groben Unfug. Also sehen Sie, jetzt haben wir es doch verstanden, was das heißt. Wir machen eine kurze Werbepause, lassen das ein bisschen sacken, und ich bin froh, dass unser Gast Helmut Klemann auf jeden Fall uns die Bezahlkarte jetzt mal erklärt hat. Ja? Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Zurück in unsere Sendung aus dem Bundestag mit Helmut Klemann, er ist SPD-Bundestagsabgeordneter. Und letzte Woche wurde natürlich auch mal wieder über die Rente gesprochen. Es wird immer dringender. Das Rentensystem muss reformiert werden. Norbert Blüm, der frühere Arbeitsminister mit der längsten Amtszeit, ich glaube, er war über 12 Jahre im Amt, hat immer gesagt in seinem rheinischen Dialekt, die Rente ist sicher. Ja, heute glauben das ganz wenige Leute, dass die Rente sicher ist, denn zumindest ist sie nicht sehr hoch bei den meisten. Und das führt zur Diskussion, was muss denn geschehen, damit die Rente nicht nur höher wird, sondern auch sicherer wird, dass man wirklich das bekommt, wovon man träumt. Ja, tatsächlich ist so eine Sache. Tatsächlich ist Norbert Blüm mit diesem Satz ja sehr berühmt geworden. Das zeigt sich allein schon daran, dass wir ihn heute hier wieder zitieren. Das Rentensystem ist ja nicht vom Rest der Gesellschaft abgekoppelt, sondern es ist Teil des gesellschaftlichen Verteilsystems, sage ich jetzt mal. Das heißt, der Wohlstand der Gesellschaft insgesamt hat auch was zu tun mit dem Wohlstand, mit dem Lebensstandard der Rentnerinnen und Rentner. Das heißt, dieses solidarische Rentensystem, bei dem die gegenwärtigen Einzahler für die gegenwärtigen Rentner die Rente finanzieren, finde ich erstmal perfekt, weil damit, jedenfalls wenn man das System so aufstellt, sichergestellt, dass die Rentnerinnen und Rentner am gesellschaftlichen Entwicklungspfad teilhaben, und in den letzten Jahrzehnten ging dieser Entwicklungspfad immer nach oben. Wir wissen noch nicht, was passiert, wenn er vielleicht doch mal nicht mehr so steigt, wie wir uns das vorstellen, sondern vielleicht eher stagniert. Und tatsächlich gibt es aber den Einfluss, den Sie auch angedeutet haben, dass das ganz stark mit der Demografie zu tun hat, das hat mit der wirtschaftlichen Entwicklung zu tun. Und da sehen wir, dass in den letzten Jahren sich das anders entwickelt hat, als alle vorhergesagt haben. Die Demografen haben gesagt, unsere Bevölkerungszahl geht runter. Tatsächlich ist sie hochgegangen. Man wusste nicht, wie entwickelt sich die Wertschöpfung, wie entwickelt sich die Effizienz und die Produktivität in den Betrieben. Auch das ist steil nach oben gegangen. Und von daher haben sich alle Negativvorhersagen, die es ja gab, haben sich nicht bewahrheitet. So, und ja, aber Fakt ist doch, Herr Klemann, Fakt ist doch, dass von den Rentenzahlungen 130 Milliarden aus dem Staatssäckel kommen. Das heißt, die Rente zu einem Drittel subventioniert wird. Nein, ich würde nicht sagen subventioniert, sondern es werden ja zahlreiche Beträge aus der Rentenkasse auch gezahlt, denen sozusagen aufgrund politischer Entscheidung eine solche Rente zusteht. Das heißt, teilweise sind die Renten nicht durch Einnahmen gedeckt, sondern es ist eine bewusste Entscheidung zu sagen, wir müssen einen Solidarbeitrag aus dem Steueraufkommen sozusagen hineingeben und ergänzen das, was an Beiträgen kommt. Auch das finde ich erstmal völlig in Ordnung. Sogenannte versicherungsfremde Leistungen, aber das finde ich in Ordnung, dass wir das auch so machen. Das werden wir auch so weitermachen. Das heißt, wir stabilisieren jetzt das Rentenniveau bei diesen rechnerischen 48%. Das heißt, es sinkt nicht ab. Und das machen wir eben durch mehrere Maßnahmen. Einerseits durch eine kleine Aufstockung an dieser Stelle, aber vor allen Dingen auch durch das sogenannte Generationenkapital. Das, was andere Staaten zum Teil schon machen, wie man hört und sieht, mit durchaus einigem Erfolg, dass ein gewisser Kapitalstock aufgebaut wird, aus dem dann Klartext. Zinsen sozusagen also einen Zuschuss zu den Aktien Renten geben. Also man kauft und hofft darauf, dass genau. Die steigen genau. Und das gewinnen wir. Das ist aber beim Bankspiel, politisches Roulette-Spiel. Ja, also ich sage jetzt mal so, es gibt ja eine Reihe von Sicherungselementen dabei.
Tatsächlich ist es so, dass erstmal dieses Kapital dadurch aufgebaut, dass Schulden gemacht werden. Hört sich erstmal absurd an und das würde ich auch keinem privaten Haushalt empfehlen, so zu verfahren. Ja, das aber gefällt mir auch nicht an diesem ganzen Modell. Nee, ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, denn ich bin eher der Anhänger dieses solidarischen Systems. Aber wie auch immer, dieses Kapital wird zu großen Teilen angelegt und da gibt es eine Risikostreuung natürlich auf den globalen Kapitalmärkten. Das heißt, das Risiko ist nicht in einer Aktie oder in einem Unternehmen, sondern es wird gestreut. Und dieses Verfahren hat sich auf den Kapitalmärkten bewährt, weil niemals alle gleichzeitig ins Rutschen kommen, sage ich jetzt mal. Und damit ist man relativ sicher, dass man eine recht hohe Rendite erzielen kann, die dann wiederum benutzt wird, einerseits um die Zinsen zu bezahlen, man hat ja vorher Schulden gemacht, andererseits einen Zuschuss zur Rentenversicherung machen zu können und als drittes auch noch dieses Kapital aufzustocken und einen Sicherungseinbehalt sozusagen haben, denn das Kapital wird durch eine Stiftung verwaltet und deren Auftrag ist ja, das Kapital auch auf jeden Fall zu erhalten. Ja, das klappt aber nicht, wenn die Märkte verrückt spielen. Der Zusammenbruch der Lehmannsbank hat uns gezeigt, wie schnell das geht. Also die Weltwirtschaftskrise in den 30ern, da sind die Weltbörsen alle gecrasht. Das ist aber insofern ein anderer, also Lehmanns ist insofern ein anderer Fall, als da besonders die betroffen waren, die einseitig auf diese Bank vertraut haben. Die waren natürlich betroffen und standen quasi von einem Tag auf dem anderen vor dem Nichts. Bei einer breiten Kapitalstreuung kann das eigentlich nicht passieren. Und wenn wir an eine globale Wirtschaftskrise denken, wie 20er Jahre, 30er Jahre beispielsweise, das ist wiederum eine andere Situation. Da würde auch ein solidarisches System der Rentenversicherung, wie wir es haben, würde auch in die Knie gehen. Also das ist ein gemeinsames Risiko, das wir alle miteinander teilen. Denn wie gesagt, die Renten und das Rentensystem ist Teil des Gesamtsystems. Wenn das Gesamtsystem crasht, dann crashen alle. Ja, ja, wenn das Gesamtsystem crasht. Was mir nicht gefällt, ist, dass man das Naheliegendste nicht in Erwägung zieht, weil man es nicht politisch nicht will. Man könnte das Renteneintrittsalter bei 65 lassen oder bei 67 und optional bis 80 offen machen. Wer will, kann bis 80 weiterarbeiten. Das würde einen beträchtlichen Teil an Einnahmen generieren und von Ausgaben minimieren. Warum denkt man daran nicht? Man denkt daran tatsächlich, die Flexibilisierung ist ja auch in weiten Teilen schon gegeben. Also die Zuverdienstmöglichkeiten sind enorm geöffnet worden. Sicherlich ein bisschen mit Blick auch auf den Arbeitsmarkt, wo wir ja große Bedarfe haben, die wir nicht abdecken können. Also dieser Weg der Flexibilisierung, ich bin sicher, dass er auch gegangen wird und auch noch weiter gegangen wird. Denn es entspricht auch den Bedingungen bei den Arbeitsverhältnissen. Wir haben nach wie vor Arbeitssituationen und Jobs, die große körperliche Anstrengungen erfordern. Und demzufolge haben wir dann natürlich auch den Effekt, dass Menschen früher in die Rente gehen müssen als andere. Das bleibt ja bestehen. Und diese Flexibilisierung, die wird auch weitergehen. Aber die Erhöhung des Regelrenteneintrittsalters sozusagen an dieser Stelle würde für diesen Personenkreis, den ich beschreibe, eigentlich nur eine Rentenkürzung bedeuten. Denn sie würden früher in die Erwerbsminderungsrente gehen, hätten einen noch größeren Abstand zum Eintrittsalter, zum Regeleintrittsalter und hätten damit eine noch niedrigere Rente. Ja, aber das meinte ich ja nicht. Ich habe gemeint, man kann ja Renteneintrittsalter bei 67 lassen, aber wer will, kann bis 80 weitermachen. Ja, die Möglichkeit gibt es ja weiterzumachen. So, ist dann Frage, wie gehen die Arbeitgeber damit festzulegen, festzulegen, das heißt, du kannst bis 80 arbeiten, du kannst aber auch mit 67 ausscheiden. So, das institutionalisieren würde doch dazu führen, dass man die Rentenkasse entlastet. Kann ja auch nicht sein, dass ich ein Drittel des Steueraufkommens für die Rente reserviere. 130 Milliarden kommen daraus, kommen eben nicht aus den solidarischen Beiträgen. Also diese Flexibilisierung läuft meines Erachtens schon. Wir haben tatsächlich ja die Möglichkeit, auch den Renteneintritt hinauszuschieben. Die Möglichkeit gibt es jetzt auch schon. Häufig wollen das die Arbeitgeber nicht, weil sie vielleicht auch aus Personalentwicklungsgründen die Belegschaft ein wenig verjüngen wollen. Aber sie wollen den Facharbeiter Müller, der mit 67 noch fit ist, den möchten Sie gerne weiter haben. Unter Umständen ja. Und wie gesagt, diese Möglichkeit gibt es ja auch. Und ich bin auch ganz sicher, dass die Flexibilisierung weitergeht. Denn das entspricht auch der Individualisierung bei den Arbeitsbedingungen und auch bei den Bedürfnissen der Menschen. Also wie viele Menschen gibt es, die sagen, sie wollen gar nicht mit 67 in Rente gehen.
weil sie sich körperlich noch fit fühlen und geistig noch fit fühlen. Und also wir sind auf dem richtigen Weg. Also ich finde schon. Das ist gut so. Und ich finde auch, dass wir jetzt mit der Stabilisierung erstmal auf dem richtigen Weg sind, weil wir müssen natürlich der Generation 50 plus, also die jetzt 50-Jährigen und Älteren, das sind ja die, die sozusagen von diesem Rentenpaket auch profitieren werden. Und hier eine Verlässlichkeit zu schaffen für die solidarische Rente, das finde ich, ist ein sehr wichtiges Element und eine wichtige Botschaft. Kommen wir noch zu einem Thema, das letzte Woche eine Rolle spielte, sehr umstritten, war Cannabis. Ja. Freigabe. Ja. Sie waren Bürgermeister in Spandau, über 10 Jahre. Was sagen Sie denn dazu? Jetzt, früher hätten Sie Yacht auf die Dealer gemacht, heute lassen Sie sie alle laufen. Also als Bezirksbürgermeister macht man keine Yacht auf wen auch immer, weil das ist die Sache der Polizei, die ja vom Land organisiert wird. Aber tatsächlich wird das heiß diskutiert und ich werde auch quasi, wo ich hingehe, werde ich auf diese Veränderung angesprochen. Und tatsächlich ist es ja ein Paradigmenwechsel. Dieser Paradigmenwechsel war meines Erachtens aber tatsächlich überfällig, denn die Struktur des Schwarzmarktes, der organisierten Kriminalität hat sich verändert zu immer härteren, zu immer gefährlicheren Drogen. Und gerade diese Vermischung einer Droge wie Cannabis, die zwar auch ein Suchtpotenzial hat und die auch gewisse Schäden hervorrufen kann, im Vergleich, sage ich mal, zu Crack oder zu Heroin oder zu den synthetischen Drogen, die es gibt, das sind wirklich zwei verschiedene Welten, aber die Vermischung von beidem sozusagen, das gibt ein zusätzliches Gefährdungspotenzial, das wir versuchen wollen, an dieser Stelle aufzuheben, zumindest zu reduzieren, indem wir diese Märkte versuchen, voneinander zu trennen. Mir geht die neue Regelung ehrlich gesagt nicht weit genug, aber ich bin erstmal damit einverstanden, dass wir das und so machen. Und was heißt nicht weit genug? Hätten Sie noch eine Freigabe, oder? Ja, also eigentlich wäre es richtig gewesen, lizenzierte, zertifizierte Verkaufsstellen zu haben, wo die Substanz mit einer kontrollierten Qualität abgegeben wird, sodass alle, die es dort erwerben, sich darauf verlassen können, dass nicht irgendwie Kokain oder Crack oder irgendein anderes Zeug drunter gemischt ist. Denn das passiert heutzutage. Und das ist eigentlich die große Gesundheitsgefährdung, die wir versuchen wollen, damit deutlich zu reduzieren. Denn warum was hat man denn das nicht gemacht? Naja, was sich auch gezeigt hat, ist, dass wir mit der Nulltoleranzpolitik den Markt nicht zurückgedrängt haben, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben heute, jedenfalls sagen, dass die wissenschaftlichen Untersuchungen mehr Cannabiskonsum als je zuvor. Das heißt, unsere Methode hat nicht funktioniert. Und wenn wir es schon nicht zurückdrängen können, was offensichtlich nicht geht, dann wollen wir es wenigstens kontrollieren und wir wollen wenigstens für eine keine zusätzlichen Gesundheitsgefahren sorgen. Das, denke ich, kriegen wir damit hin. Und da wäre sozusagen die kontrollierte Abgabe, der kontrollierte Anbau, die kontrollierte Abgabe, wäre meiner Meinung nach der richtige Weg. Aber das ist im Moment an der Europagesetzgebung gescheitert. Aber wir werden sehen. Also ich glaube, da wird sich was bewegen. Was heißt dann Europagesetzgebung? Ja, die Verabredung in der Europäischen Union ist, dass es keinen freien Handel geben soll. Und daran werden wir uns auch halten. Und deswegen geht es jetzt den Weg über die Anbaugemeinschaften oder aber den privaten Anbau zu Hause. Das sind die beiden Möglichkeiten, die es im Moment gibt, an die Substanzen zu kommen. Und wie wir gehört haben, gibt es ja auch schon zahlreiche Vorbereitungen von Menschen, die sich zu Anbaugemeinschaften zusammenschließen wollen, gemeinschaftlich anbauen, innerhalb der Gemeinschaft die Abgabe organisieren und damit eine kontrollierte Qualität. Na, hoffen wir mal, dass das funktioniert. Es wird ja auch evaluiert werden. Also das ist ja auch mit dem Gesetzespaket. Ja, ist alles beruhigt, evaluiert, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Nein, aber das ist ja das, was Sie sagen. Wir müssen damit Erfahrung sammeln. Ja. Der Meinung bin ich ja auch, ne? Also wir gehen einen neuen Weg und da weiß keiner genau, was passiert. Wir haben zwar eine Vorstellung davon, ich habe die ja auch dargelegt, aber es ist genau richtig, auch zu schauen, entwickelt sich das in die Richtung, die wir haben wollen? Muss man irgendwo nochmal nachbessern? Kann man vielleicht mehr freigeben sogar? Wir werden sehen. Reden wir drüber, wenn Sie das nächste Mal da sind. Eine kurze Frage zum Schluss, mit der Bitte um kurze Antwort. Was ist los in der Berliner SPD? Die sucht einen neuen Landesvorstand. Ja, die sucht einen neuen Landesvorstand. Es gibt drei Duos, die sich bewerben derzeit. Wollten Sie sagen, bekämpfen? Nein, ich wollte sagen, bewerben. bekämpfen tun wir uns nicht. Also meines Erachtens ist das gerade ein sehr fairer Wettbewerb. Da haben sich auch alle drauf verständigt. Meines Erachtens wird das auch gerade so gemacht. Aber natürlich geht es auch um politische Haltung und es geht auch um politische Richtung. Und das wird gerade sehr stark diskutiert innerhalb der SPD. Es wird evaluiert. Nein, evaluiert nicht. Da wird tatsächlich intern Wahlkampf gemacht. Als ob wir nicht genug Wahlkampf schon hätten, steht ja auch noch der Europawahlkampf vor der Tür. Ja,
Und wann steht fest, wann der neue Vorstand gewählt ist? Ja, wir werden sehen, ob es mit der ersten Runde dann ausgestanden ist oder ob es noch eine Stichentscheidung geben muss. Und dann gibt es im Mai ja den Parteitag, der dann letzten Endes wählt. Also ich tippe darauf, dass es eine zweite Runde gibt. Ja. Und die wird dann kurz vor dem Parteitag abgeschlossen sein. Und dann werden die Delegierten das auch beschließen, was die Mitgliedschaft vorher als Votum abgegeben hat. Und das heißt immer du, ein Mann, eine Frau. Genau so ist es. Bleibt so. Ja, das wird so bleiben. Da wird sich die Partei, bin ich sehr überzeugt, nicht anders entscheiden. Gut, dann genießen Sie diese Osterwoche. Nächste Sitzungswoche ist, glaube ich, in 2 Wochen. Genau so ist es. Ja, und dann sehen wir uns wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Helmut Kleber. Er ist SPD-Bundestagsabgeordneter, war 10 Jahre Bürgermeister in Spandau, weiß also Bescheid, wie es in den Niederungen der Politik vor sich geht. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder jeden Montag 2015, auch am Ostermontag sind wir da und erklären die Politik der Woche, was diese Woche passiert ist und nächste Woche sein wird. Herzlichen Dank für heute und tschüss.